So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Gothic. Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will hier auch mal weitermachen, dass wir hier auch irgendwann mal weiterkommen. Die Botschaft. Vatras hat mir eine Botschaft für Meister Issaroth gegeben. Er wacht am Schrein. Okay, die bringen wir ihm. Kriegen wir noch nicht. Krautpaket. Haben wir das schon? Das Krautpaket. Jo, das könnten wir jetzt Sinter bringen. Schon wieder eine Drachenwurzel. Was ist denn los hier? Ich brauche auf jeden Fall Elixier der Stärke. Wir haben schon Kapitel 2. Genau. Ich werde das Krautpaket jetzt zum Bauernhof bringen. Auf dem Weg versuche ich Meister Isagor, Dingsbums, diesen komischen Meister da irgendwie Feuerwurzel, ja, aber wir müssen doch auch irgendwann mal Kronstöckel finden. Elixier des Geistes, jo. Ja, Kapitel 2 gibt es wieder überall etwas Respawn. Isagoth, dann zum Bauernhof und danach gucke ich einfach mal weiter, was wir so machen können. Aber erstmal müsste eigentlich laufen. Ich muss dringend mein Mana steigern. Dringend. Aber diese ganzen Sachen, die ich hier finde, möchte ich eigentlich erst für später aufheben. Weil das Mana später echt teuer sein kann. Ich brauche viel zu viele Lernpunkte für alles. Gibt's wieder Snapper. Scavenger, sorry. Immer schön das Fleisch mitnehmen. So, jetzt gehen wir zum Meister Isagoth oder Iskaroth. Danach gehen wir zum, geben wir das Krautpaket ab. Warte mal, ich will erstmal speichern. Ich habe schon
Vampire's Dawn aufgenommen. Ich speichere nochmal hier, falls mit der Aufnahme irgendwas nicht funktioniert. Mana plus 1. Super, stimmt, da wir Magier sind, schenkt er uns, glaube ich, die ganze Zeit jetzt Mana anstatt Stärke und Geschick. Was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, auf der anderen Seite auch ganz cool ist. Dass eigentlich genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen unbedingt auch was in Einhand investieren. So, das Gefühl, der Feuerpfeil ist nicht wirklich so geil. Na gut, ist auch relativ schwach, der Zauber frisst aber doch ziemlich viel. Ne, es geht. Kostet noch 5 Magieschaden. 5 Mana. Hey. Aber die anderen Runen sind halt schweineteuer, glaub mir. Ich habe eine Botschaft von Wart. Wie lautet diese? Es ist ein Brief. Gut. Als Belohnung für deine Dienste. Möge Innos alt. Danke für die Tränke. Die helfen mir. Die helfen mir schon. Die helfen mir sehr. Muss mir erstmal was zu trinken machen. Das kannte ich eigentlich zurück. Finde ich schade, dass es hier kein Automove gibt. Oder? Nee. Warte mal, habe ich nicht eine Menge Heilungsspruchrollen? Fünfmal Kronstöckel, das bedeutet fünfmal Stärke. Trank, der würde sich auf jeden Fall anbieten. Auf der anderen Seite ist es schwierig. Mana-Elixier. Ja, Geschick brauche ich eigentlich noch, also noch nicht. Deswegen sage ich eigentlich, weil wir können das später echt gebrauchen. Aber ja, schwer. Weil du auch einiges an Geschick für den Taschendiebstahl brauchst. Und der gibt doch einiges an Erfahrung. Von daher ist es eigentlich ganz nice, aber es ist es auch schwierig nachzuvollziehen, ob sich das lohnt. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, um mein Geschick möglichst hoch zu ballern und Taschendiebstahl nicht nur zu erlernen, sondern auch hochzuziehen, müsste ich die Kronstöckel in Geschicklichkeitstränke setzen. Aber Stärke brauche ich, um meine Einhandstärke ein bisschen zu erhöhen. Vor allem haben wir schon 50. Also aktuell ist es so, dass wir Stärke kriegen. 1 pro Kraut, was wir essen. Oder wir machen Tränke draus. Tränke in dem Sinne, dass wir dem halt... dass wir halt Tränke draus machen und dann kriegen wir halt 3 Stück, 3 Stärke oder 3 Geschick, das bedeutet entweder 5 oder 15. Ist natürlich gar keine Frage, was wir machen, das ist ja klar. Okay, wir hätten 2 geschickt. Bin ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Nein, bin auf dem falschen Weg. Hm. Hab ich noch Snapperkraut? Jo, Snapperkraut habe ich, aber das hebe ich mir, obwohl, komm, scheiß Hund drauf.
kann ja den gleichen Effekt mit anderen Sachen erfüllen. Bevor wir aber jetzt zum Bauern gehen, würde ich ganz gerne noch hier Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Sie werden schon noch kommen. Ja, wir werden ja sehen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Haha, ups. Das war wohl ein Glitch, da bin ich nämlich hier an die Wand. Naja. So, hier sieht man alles, wer zum Ring des Wassers gehört. Kort, du Lümmel. Hallo Garn. Kavalorn, alter Junge, du lässt dir aber Zeit. Laris, du alter Gauner. Und Marty, der Proviantmeister der Paladine. So. Mit Laris muss ich schwätzen. So, mein junger Freund. Wir haben eine neue Rüstung. Wir sind zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Muss man meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Ich verstehe. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kort. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Selbst ist aber nicht draufgekommen. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Gut. Ich muss warten. Geh nun um. Brüder des Rings. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Alles klar, weiß ich Bescheid. 50-50, 10 Schutz vor Magie. 40-40, 20-20. Die Rüstung ist im Nahkampf besser. Aber gegen Feuer und Magie bleiben ist die Robe immer noch besser. Würde ich auch bei der Robe bleiben. Dann gucken wir mal, was der uns für einen Kampfstab gegeben hat. Ist aber eine Zweihandwaffe. Ist doch wahr. Gut. Das ist wirklich nicht. Sag mir da. Klar. Alles klar. Vielen Dank, dass du mich so empfängst. Der Kampfstab kann weg. Das ist doch alles nur geredet. Jo. Das will doch keiner mehr, ja. Er musste es ja besser wissen. Die ganzen Kleinigkeiten behalte ich mal. Jetzt will ich erstmal zu Cypher wahrscheinlich, also ich glaube, dass der so heißt. Gib den Viechern ordentlich Saures! Ja, das habe ich mir gedacht, dass die nämlich da jetzt eingreifen.
Darauf hatte ich nämlich keine Lust. Müsste eigentlich mal die Höhlen abklappern, ob da vielleicht Respawn drin ist. Das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube es zwar nicht. Armbrustschützen, ich glaube, da wir jetzt Magier sind, sind mir die Armbrustschutzdinger eigentlich relativ wurst. Lebensenergie plus 3 kann ich noch nicht. Steintafel der Magie. Einhandkampf. Was haben wir denn im Einhandkampf? 26. Ich will erst mal gucken. So. Ja, der Feuerpfeil ist ganz cool. Wir brauchen noch eine Menge Leben. Wir brauchen noch eine Menge. Gut gemacht. Meine Erfahrung, ihr Arschgeigen. Ihr hättet mir beinahe den schönen Scheiß hier versaut. Weil ich den einen Söldner automatisch anvisiert hatte. Na, hier ist uns ja leider ein Bauer, glaube ich, abhanden gekommen. Normalerweise müssten wir hier alles nochmal abklappern und gucken, wo es Respawn gibt, wie weit wir kommen. Dass wir auch neue Erfahrungen bekommen. Noch 50 Goldstücke von uns. Naja, ist egal, wir haben ja jetzt mittlerweile genug. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werde verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier. Das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Ich weiß leider nicht, wer seinen Dingsbums gestohlen hat. Das habe ich früher auch immer. Das höre ich zum ersten Mal. Eine Meinung will ja keiner hören. Sag mir nicht, du hast doch nicht gewusst. Keine Ahnung, ich habe mir das schon. Deswegen lassen wir das mal. So, als nächstes würde ich sagen, Botschaft, Snapperkrallenbeweise. Joe Lucia. Normalerweise müsste ich jetzt Eldridge den Brief bringen. Das kann ich aber später noch machen, weil ich sowieso noch mal in die Stadt gehe. Informationen, Dragonis Armbrust, Portal. Warte mal, wie viele Ornamente habe ich denn jetzt? Zwei. Eins brauchen wir noch, dass wir das Portal öffnen können. Wir könnten aber jetzt auch schon in die Dingsbums gehen. In die Kolonie, aber ich bevorzuge... Eigentlich bevorzuge ich den Addon-Weg vor. Dann würde ich nämlich Laris bitten,
mit uns das letzte Ornament zu sammeln. Man muss immer so ein Stängel Sumpfkraut reinziehen. Ich meine, der Seifer hat uns ja 10 Stück geschenkt. Ich meine, warum nicht Stärke? Ach ja, ein Magier, der raucht. Mmh. Oh. Yo. Ey, Alter, bleib mal locker. Ich gucke einfach mal, wie viel Stärke so ein Ding jetzt frisst. Dann würde ich nämlich die Steintafeln der Stärke nämlich ganz gerne mal benutzen. Alter, bleib mal chillig. Ja, so ein bisschen Zeitlupe und verzerrt, eigentlich ziemlich geil. Hey du! Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mit... 2 Stück. Zeig mir die aus. 1500 will er dafür haben. Das ist eine ordentliche Menge. Ja, Sumpfkraut ist jetzt nicht so mein Fall. Innos-Statue, wertvolle Innos-Statue, bringt mir alles leider gar nichts. Das behalten wir mal. Gibt's irgendwas, was ich verkaufen kann? Das da. 130 Stärke bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht dran. Ansonsten können wir dem nicht viel verkaufen. Was haben wir denn hier? Feuerring, Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, Schutz vor Pfeilen. Den brauchen wir noch. Den Ring gebe ich Laris wieder. Unbesiegbarkeit und Ring des Wassers. Okay. Na, so viel haben wir jetzt nicht, was wir machen können. Na gut. Kriegen wir aber noch. Keine Ahnung, warum jetzt die Kampfmusik kommt, aber naja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das Elixier von dem möchte ich natürlich haben. Auch die anderen haben jetzt große und starke Tränke. Die möchte ich gerne haben, bevor ich in die Minenkolonie gehe. Das ist auch der Grund, warum ich bevorzugt... Wie heißt's? Warum ich bevorzugt in die Addon-Welt gehe, weil es gibt nämlich kein Kapitel. Und gibt ordentlich... Jo, die gibt halt ordentlich Erfahrung und bufft dich dann nochmal. Auf der anderen Seite, wenn du erst in die Minenkolonie gehst, bist du etwas stärker, wenn du in die Addon-Welt gehst. Und das ist mein Problem. Das ist beides vorteilhaft, aber auch... Meh. Wenn ich diese Teleporter-Runen hätte, dann könnte ich wenigstens mal ordentlich was anfangen. Aber mit dem Ork-Krieger brauche ich mich gar nicht erst anlegen. Stärketränke wären schon geil, aber die fressen 20 Lernpunkte. Das darf man nicht vergessen. Ich hatte mal so viele Taschenrechner hier. Jetzt habe ich nur noch einen für die Schule. Und im Handy. Ich hatte aber mal recht viele. Mindestens 3 Stück gefühlt. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt auch noch eine Quest, oder? Ich muss gehen. Mach's. Okay, kommt vielleicht später noch.
Ach ja, ihr seht, wenn man das Spiel auswendig kennt, ist die Qual der Wahl groß. Zumal ich ja trotzdem weiterhin auf Stärke gehen würde. Ich glaube, das werde ich auch tun. Aber ich werde ein bisschen was in Magie investieren. Ich finde es nur sehr schade, dass dementsprechend ich jetzt die Claubelias für meine Magie nicht benutzen kann. Naja. Werden wir schon irgendwie schaffen. Vor allem muss ich mal gucken, wie viele Kronstücke man insgesamt im Spiel kriegt. Weil 5 Stück ist schon sehr rar. So, wir geben jetzt Elvridge den Brief von der Lucia. Dann geben wir zu Laris und wollen durch den Wald in Osten. Das letzte Fragment zu bekommen. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Erzbrocken, Ring der Gewandtheit, Pflanze, Kronstöckel. Oh ja. Nämlich? Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinnes gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufmöge adern. Alles klar. So, ich will aber mal was gucken. Kommt das Spiel ein bisschen leise vor. So, machen wir es mal ein bisschen lauter. Das kann aber auch natürlich nur mir vorkommen. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du? Hatte aber ich mir dort, doch gedacht, dass die Paladine stand, ward ein Ort, an dem Inos... Ich würde am liebsten den Laris und den Cavallon mitnehmen. Aber es geht leider nicht. Hey, du. Hier ist ein Aquamarinring. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, du hättest ihn verloren. Meinst du, mir geht es besser? Gut, ich will mal was anderes machen. Bevor ich jetzt hier großartig weitermache, möchte ich hier mal weiter gucken. Hier gibt es nämlich auch noch einiges zu entdecken. Die Wellen mal zur Nutze. Hier auf der Insel gibt's was. Da kommen wir aber später noch hin. Obwohl, die Quest könnten wir eigentlich jetzt schon anfangen. Das ist eine Stadtquest und ich glaube, wir sind stark genug dafür. Nee, können wir noch nicht. Also es gibt ein paar Quests, die wir schon machen könnten, aber... Steintafel, so, so. Hornmuschel, da ist bestimmt wieder irgendwas Cooles drin. Oder auch nichts. Das weiß man hier ja nie. Den müssen wir noch schwätzen. Den nehmen wir uns nochmal zur Brust. Hier liegt noch schwinkender Fisch. Aber ich glaube, so richtig Wertvolles liegt hier gar nichts. Naja, ein paar Muscheln, warum nicht?
Obwohl ich sagen muss, die Steintafel ist schon ziemlich wertvoll, das stimmt. Ein bisschen Kohle ist immer gut. Ich klau dir mal deinen Fisch, ne, du Arsch. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser erste Pirat. Nichts nutzt von einem kleinen Krämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Im Kloster, ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Du bist ein Pirat. Ja, verdammt, das siehst du doch. Und den genervst du noch dazu. Ich könnte vor Langeweile noch in die Planken meiner Kogge beißen. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Na, wenn du wüsstest, dass ich für Greg schon gearbeitet habe. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt dadurch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Gut, dann will ich mal mit Baltram sprechen. Apfeltabak, ein Hammer, was zu rauchen. Der Kerl weiß, wie es... Der Kerl weiß, wie es einem geht. Brot, Wasser, Milch. Mhm. Anständig, der Junge. So, wollen wir uns mal voll machen. Magi 1 und Magi 2 ist natürlich ganz geil. Ich glaube, den Einhandkampf versuche ich bis 50 zu lernen. Gibt es nichts. Hier kommt man nämlich so auch gar nicht hin. Dann will ich erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ich will hier auch mal speichern, weil wenn du nämlich zu weit über wenn du nämlich zur Grenze kommst und denkst, du könntest wegschwimmen, kann nämlich was Böses passieren. Super.
ist nichts. Wieder eine Steintafel. Stärke. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, rechts. Oh, ja, ja. 250 Gold, 5 Pfeile. Das ist cool. So, jetzt will ich mal hier gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Nein. Aber bestimmt hier. Ne, hier ist auch nichts zu finden. Na gut, und hier auch nicht. Aber immerhin. Das ist mir ein Speichern schon mal wert. Aus wie eine Höhle? Nee, ist es nicht. Okay. Ich will aber auch nicht zu weit gehen. Wie gesagt, hier kann man nämlich auch gut auf die Fresse fallen. Aber ich glaube, hier hinten gibt es nichts mehr weiter. Muss nur gucken, ob es in diese Richtung was gibt. Ich will nochmal speichern. Weil ich keine Lust habe, den ganzen Scheiß neu zu machen. Nur weil ich mal zu weit geschwommen bin. Hier gibt es nämlich auch Schiffwracks. Aber ich glaube, die sieht man von oben. Okay, das ist eine Grenze. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit einer unsichtbaren Mauer gekennzeichnet ist.
Oder ist das nur, wenn du cheatesweise über die Grenze schwimmst? Das kann ja natürlich auch sein. Weil an dieser Mauer gibt es... Entweder gibt es bei der Mauer ein Loch. Ja. Oder aber... Gibt es nämlich auch Unterwasserschiff-Wracks. Ich glaube, das ist da hinten. Das möchte ich nämlich gerne noch mitnehmen. Das sind normale Fische, die können wir aber nicht sammeln oder so. Ich weiß ja nicht, was dieser Tunnel zu bedeuten hat. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Hallo Dori. Da hinten ist noch noch eine Insel. Auf diese Insel möchte ich aber später erst hin. Ja, weiß ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das mit dem Tunnel auf sich hat. Kann natürlich sein, dass es einfach nur Design ist. Finde ich ganz cool, so eine Felsformation. Ich hatte trotzdem ein bisschen Schiss durchzuschwimmen, stell mir vor, das Ding fällt einfach runter. Oder kracht zusammen, gerade wenn es im Meer liegt, ist es sowieso stark Erosion ausgesetzt. Die Höhle können wir ja trotzdem erkunden. Gut, dann speichere ich mal hier und würde die Aufnahme mal beenden. Und ja, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssi!